Einmal pro Woche bereitete ich ein Abendessen in der Rue Tourneau vor, wo er sich oft von seinem letzten Patienten im Auto hinbringen ließ. Ich war nie den Hausfrauenarbeiten zugetan und er hat mir nie angedeutet, dass er gewollt hätte, ich würde ihn öfter einladen. Manchmal lud ich mit ihm ein paar Freunde ein, insbesondere meine Freundin Marie Kaba, die zwischen zwei Aufenthalten auf Ibiza bei mir wohnte. Lacan empfing sie immer sehr freundlich und interessierte sich eingehend für sie. Zum Beispiel interessierte er sich für die nächtlichen Pokerpartien, an denen Marie teilnahm und die sie so oft zu gewinnen hoffte, dass sie davon leben könne. Jeden Abend informierte er sich bei mir über das Resultat des Spiels der vorigen Nacht. Das Pokerspiel erwies sich als unberechenbar. Marie suchte Arbeit. Zugleich entschied Lacan, der immer gern behilflich war, sie zur Bibliothekarin der École Freudienne zu schicken, der er beinahe diese improvisierte Hilfe aufgezwungen hätte. Doch die Bibliothekarin, die eine Institution war und über die Räumlichkeiten der Schule in der Rue Claude Bernard herrschte, wollte nichts davon hören. Als Marie sich vorstellte, sagte er ihr, sie könne bleiben, wenn der Dr. Lacan es will, aber sie habe ihr keine Arbeit zu geben. Meine Freundin trat den Rückzug an. Als ich Lacan von diesem Gespräch erzählte, brummte er etwas von, sie will nicht arbeiten. Als ich dagegen protestierte, fügte er hinzu, sie will nicht Karriere machen. Die Formulierung passte zu Marie, die sich darin wiedererkannte. Im Übrigen war zu dieser gesegneten Zeit Karriere machen kein Ideal. Es wäre recht unelegant gewesen, sich dafür zu interessieren. Lacan, der sich sehr für einen anstrengte, ließ die Psychologie seiner Gesprächspartner außer Acht.